Jetzt lauf bitte runter. Wir wollten eigentlich ganz andere Dinge machen. Wir wollten gucken, warum der Zug nicht hin und her fährt. Das haben wir rausgefunden. Das Endgleis war nämlich beschädigt. Und deswegen konnte er da nicht ankommen. Macht vollkommen Sinn. Dann wollten wir noch Eisenplatten abholen. Weil ich will nicht unten bei der neuen Kolonie ankommen und dann fehlen mir Eisenplatten. Das ist peinlich. Also bleiben wir mal irgendwo stehen. Wir klauen uns einfach hier Eisenplatten. 7 Stück. Wow. Haben wir noch irgendwo Eisenplatten in der Kiste? Hier. Nimm bitte Eisenplatten. Sehr gut. Du hast absolut keinen Kupferdrahter. Nö. Okay. Also wir haben Eisenplatten, wir haben Kupferplatten, wir haben sogar Kupfererz. Das kann mal ins System geworfen werden. Da. Achso, falsche Kiste. Das kann alles ins System. Ein Iron Stick. Viel zu viele Explosives. So. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt diesen komischen Schwenker machen, um unten zum Kupfer zu kommen. Also alternativ kann man bestimmt auch hier so eine, wie nennt sich das, eine Weiche stellen, aber ich habe keine Ahnung, wie Weichen funktionieren. Also müssten wir jetzt hier runter. Sieht noch gut aus. Verklickt. Jo. Es geht auf. Oh. Achso, du bleibst schön da stehen, ne? Ja, okay. Du, weg da. Platz machen, Platz machen. Platz machen, Platz machen. Und hier gehst du raus. Was? Ging einfacher als gedacht. Okay. So, ist jetzt irgendwas auf dem Weg dahin im Weg? Nö, das hier ist kein Wasser, das ist, oben wieder angegriffen. Beschädigt. Ein Laserturm zerstört. Ernsthaft? Müsste jetzt aber auch gewesen sein. Ja, und der Laserturm wird nicht von Robotern aufgestellt, weil kein Roboport in der Nähe ist. Nee. Okay. Also ich muss demnächst wieder hoch und den Laserturm wieder aufstellen. So. Wir setzen jetzt das Ganze runter, machen dann einen Knick und dann füllen wir bis zur Basis. Das heißt, der Knick muss auf der Höhe sein. Okay. Ist noch ein Stück, ist noch ein Stück, ist noch ein Stück, ist noch ein Stück. Hier vielleicht? Ne, weiter. Ihr solltet vielleicht erstmal zum Kupfererz gehen, da das aufbauen und von da aus dann nach links ziehen. Ich glaube, es wäre ein bisschen einfacher. Und hier machen wir ein bisschen Platz. So. Gott. Also. Ach du gute Güte. Wir gehen echt nicht sehr gut mit dem Planeten um, glaube ich. Aber was muss, das muss. Lalala. Bin mal da eh auf der vollkommen falschen Höhe, ne? Ja, bin viel zu hoch. Genau, genau deswegen habe ich geschossen, weil man hier nirgendwo ordentlich durchkommt. Können wir nicht brandroden? Also das Feuer sich ausbreitet von... Oh, oh. Nein! Ja, Platz, ich muss Dinge töten. Lass mich hier weg, lass mich hier weg, lass mich hier weg, lass mich hier weg. Oh. Gut. Also da unten. Was war das? Ah. Ich muss töten, ich muss viel mehr töten. Ich gehe mir alle auf den Sank. Fahr, Lauf, Renn, schneller. Und unten hat unsere Radaranlage, die wahrscheinlich da unten eh gar nicht mehr ankommt, weil wir sie nicht wirklich ausgebaut haben, nicht gesehen, dass eine neue Basis im Weg steht. Das ist doch sehr unpraktisch. Das heißt, ich gehe jetzt hoch und sicher weiter die Erz-1-Basis. Dann hoffe ich, dass die Forschung durch ist und dass wir mit der Forschung es schaffen, die Basen zu zerlegen. Oh, Zug. So,
Was wurde hier beschädigt? Ein Turm. Oh, warum? Ah, die können über Mauern rüberbeißen, die ganz großen, ne? Ja, da war was. Ist gemein, aber können sie. So. Kriegst einen neuen Turm. Bitteschön. Kriegst eine neue Mauer. So. Und ja, da können sie jetzt wieder rüberbeißen. Fällt mir gerade auf, aber meh. Das klappt schon irgendwie. Theoretisch könnte ich ja auch einen Roboport in jede Außenposten setzen und den nur mit Baubots von Hand befüllen und mit diesen Reparierdingern. Ich glaube, das würde mit am meisten Sinn machen. Oh. Also das müsste jetzt funktionieren hier. Ich muss wieder in die Hauptbasis zurück, brauche wieder neue Steine, brauche wieder neue Mauern, was brauche ich noch? Munition. Ja. Muss die Science Packs abliefern, die lernen und gucken, was jetzt dafür noch fehlt, weil das scheint zu stocken. Entweder das oder ist einfach nur irre langsam. Du, da. Blau ist da, grün ist da, rot ist da. Ja, kein lila, okay. Lila kommt. 220. Sofort alles gleich verforscht, sehr gut. So, Roboter beliefert mich, das ist schön. 100 Steine habe ich im Inventar. Bau bitte Mauern. Bau bitte Türme. Landminen. Nein. Slowdown-Kapsel, Poison-Kapsel. Was macht eine Slowdown-Kapsel? Hält das die Zeit an? Das wäre schick. Muss ich gleich mal ausprobieren. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es die gibt. Also die Defender-Kapsel, das waren diese kleinen fliegenden Roboter. Die könnten wir im Notfall auch mal benutzen, um so eine Basis zu sprengen. Die halten zwar nicht besonders lange, aber müssen sie auch nicht. Die müssen nur den Angriff überstehen. So, und kann ich inzwischen irgendwie mal das da bauen? Nee. Rote Chips fehlen. Okay. Plan, wir klauen rote Chips. Und zwar von Skynet. Naja, was... Hier sind rote Chips. Und wir haben ziemlich viele. Ich stelle mich mal hier hin und sammle einfach auf. Nom 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 nom. Ah, viele rote Chips. So, sehr gut. Ein neues MK2-Schild bitte. Zack. Ganz schön viele in der Liste schon, ne? Oh, warte mal. Ich laufe mal zu den Logistikkisten hin. Also zu dem hier hinten und sortiere ein bisschen Inventar aus. Also Personal Laser Defense, jein. Holz kann weg. Röhre, Untergrundröhren können weg. Raketenwerfer, 60 Explosionsschaden. Wie viel Schaden macht die Schrotflinte? 20. Nee, gar nicht, das ist Range. Schaden ist hier unten. 16 mal 6 plus 3,6, also 16 mal 10 sind 160. Im Nahkampf, wenn alle treffen würden. Ist eine Menge. Ist mehr als eine Rakete. Aber wir haben auch noch keinen Raketenschaden erhöht, ne? Ja, also bevor wir hier testweise mit dem Rocket Launcher um uns schießen, sollten wir... Oh. Ich hätte die Reichweite noch nicht getestet. Ich brauche einen Wald. Also die Reichweite könnte eine Idee sein, dass wir uns einfach hier in die Nähe der Basen stellen und versuchen von außen auf einen Spawner zu schießen, den eventuell one-hitten, wenn es ganz gut läuft, und dann halt schreiend weglaufen, wenn die Beißer kommen, die Beißer kaputt schießen beim Weglaufen und dann wieder ranlaufen, wieder einen anschießen mit dem Raketenwerfer und so weiter. Das könnte gehen. Also ich gucke auf jeden Fall gleich, wenn die Forschung durch ist, was ja nicht mehr lange dauern dürfte, gucke ich mir an, was Rocket Damage braucht an Ressourcen. Ich denke mal, die ersten Stufen brauchen noch nicht mal lila Tränke. Das ist dann super. So, was haben wir? Wir haben Lasertürme im Inventar. Die sollten auch noch ins Logistiksystem. Haben wir hier schon irgendwo Lasertürme? Science Packs? Okay. Ah, Forschungsfertig. Okay, Raketenschaden.
Shooting Speed, nein, Damage. Brauch jetzt schon 200. Was machst du? 10% mehr Schaden, also 66 Schaden. Oh, weiß ich ja nicht. Ich glaube, da mache ich lieber das hier, noch mehr Schrotflintenschaden. Science Packs habe ich nicht. Laser Turret Shooting Speed. Brauche keine lila Tränke. Aber dafür eine Menge blaue, die wir wahrscheinlich gar nicht haben. Brech mal kurz ab. Ja, blaue stauen sich noch. Aber ganz schön hoch. Rot und grün auch. Tee. Das jetzt anzufangen wäre, glaube ich, sinnlos, weil wir es nicht beenden könnten, bevor wir nicht wieder eine Alien-Basis angreifen. Und das ist halt nicht sicher. Combat Robot Damage. Distractor-Kapsel. Oh. Aber ich glaube, ich nehme mal Combat Robot Damage. Das sind diese kleinen Kapseln zum Auswerfen. Brauchen nur blaue, grüne und rote. Und erhöhen deren Schaden. Mach mal. Und den speichern wir einfach gleich ab und testen das Ganze. Und die Solarzellen waren, glaube ich, eigentlich für RZ2 gedacht. Aber ich habe jetzt innerlich für die nächsten 3-4 Folgen mit RZ2 erstmal abgehakt. Wir haben hier noch zu viel zu tun. Das heißt, du kommst da rein. Genau. Du wirst bitte eine passive Kiste. So. Warum bist du eine Iron Chest? Ah, da. Also eine sollte unser privater Vorrat sein, das weiß ich noch. Aber es ist ein bisschen viel privater Vorrat inzwischen. Das brauche ich gar nicht mehr. Also hier wieder, ne, Ärmchen. Das arme Ärmchen. Tu es bitte wieder in eine Passive Provider Chest. Danke. So, ist das MK2-Schild fertig? Ja, ist es. Sehr gut. Nee, 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 nee. Ja, raus. MK2-Schild rein. Irgendwo wieder ein Angriff. Aber es wurde nur eine Wand beschädigt. Das ist sehr gut. Also, dass nur eine Wand beschädigt wurde. Die Sachen hier oben können weg. Alle, alle. Der hier ist noch ein bisschen am Arbeiten. Ist okay. Skynet ist okay, ist okay, ist okay. Forschung läuft durch. Was wollte ich testen? Ich wollte testen Reichweite des Raketenwerfers. Ich wollte testen, mit Robotern eine Basis anzugreifen. Dafür brauchen wir ein Buggy. Dafür brauchen wir normale Engines. Normale Engines. So. Ein Buggy. Gut. Wir haben es gerade Tag. Ich habe keine Ahnung, wie lange noch. Aber ich hoffe mal, es reicht. Da ist gerade der Zug vorbeigerast. Zu. So, was versuchen wir jetzt zu knacken? Da versuchen wir das da zu knacken. Hier haben wir richtig schön viel Platz zum Hin- und Herfahren. War Waffe wechseln. Combat Robotics nochmal erhöhen. Ja, komm, 100 Science Packs haben wir. Mach. So, und ich wollte die Slowdown-Kapsel auch noch testen. Slowdown? Ja. Soll man wahrscheinlich normalerweise auf ein Ziel schmeißen. Ich drücke die ganze C. Was? Warum kann ich nicht schießen? Rocket Launcher? Rocket. Range 22. Range 20. Hat schon mal nicht besonders viel mehr Reichweite. Ich glaube, ich gehe lieber jetzt gleich auf die Schrotflinte, weil im Kampf denn über mein Mikrofon-Dings darüber zu gucken, um das U zu finden im Notfall, nee, so. Schrotflinte. Die Kapseln schmeiße ich schon mal aus. 1, 2, 3, 4. Wow. Ja.
Blau-Weißer. Da, das sind viele. Okay. Zweiten Spawner zerstört. Kurz warten wegen Schild. Es geht, es geht. Ich habe keine Ahnung, wie sinnvoll jetzt die kleinen Roboter waren, aber sie haben geschossen und das ist schon mal okay. Ich glaube, als nächstes mache ich erstmal so einen Wurm weg. Oh, lauf, 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 Schild ist gleich weg.